Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Platin in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Es ist so warm. deswegen, ich habe es auch schon in dem Pokémon Sammelkartenspiel, dem Online-Modus, gesagt. Deswegen kommt heute keine Facecam, weil ich meine Gardinen im Arbeitszimmer komplett zugezogen habe und es dadurch einfach absolut dunkel ist, weil wenn ich sie aufmachen würde, es ist jetzt schon mega warm hier drin, wenn ich sie aufmachen würde, wäre es noch wärmer und das würde ich nicht aushalten. Aber trotzdem kommt heute ein Pokémon-Part ein bisschen früher wahrscheinlich als gestern, was ja nicht unbedingt von Nachteil ist, würde ich sagen. Wenn wir uns gestern daran erinnern, wir haben den guten Commander Mars im Windkraftwerk oder im Kraftwerk besiegt. Sind fast gegen ein Wohin genau gestorben und haben ein paar Trainer hier auf der Route, ich glaube 204 ist das? Tipps für Trainer, verdammt. Besiegt. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier platt gemacht haben. Ich würde einfach mal sagen, schauen wir. Haben wir nicht. Sehr gut. Naja, ob das so gut ist, sehen wir jetzt noch. Und, ein Rizoros. Das ist gut für unser Blattschopf, denn ich glaube, es ist effektiv gegen Doppelkick. Ja, Gesteins-Pokémon. Wer erinnert sich damals nicht? Gelbe Edition. Mit dem Pikachu einfach gegen Onix und gegen Kleinstein ist man richtig hart gefickt. Und man sollte eigentlich einen Mankey trainieren, weil das ja Kampfattacken kann. Und ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal in Soul Silver erzählt, dass ich stattdessen ein Smeppo auf Level 15 oder 16 trainiert habe, um das Kleinstein und das Onix zu besiegen. War auch eher so semi-optimal und das will Schnabel erlernen. Ja, das E-Energie-Fokus-Kang kommt. Bekommen wir noch eine gute Flugattacke. Gut, in Anführungsstrichen. Ich habe mal meine Gänsefüße nicht gesehen, weil ich keine Webcam gerade anhabe oder keine Facecam, aber. So. Dann machen wir mal weiter. Gegen den guten alten Wanderer in den Bang. Ein Kill, ja. Ich glaube, das ist nicht so gut für unser Blondschopf, aber wir versuchen es trotzdem. Es wird schon nicht gewonnen-hitted werden. Würde mich doch arg wundern. Und da geht's down. Nein. Aber macht doch. Ja, geht eigentlich. Da funktioniert unsere Flinkklaue, obwohl wir sowieso angreifen dürfen. Und Kill, ja, geht down. So. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich statt dem Super Shy jetzt häufiger Finte verwenden soll. Werde ich auch machen. Und ja, Finte hat eine hundertprozentige Trefferquote und Super Shy nicht. Werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Aber Super Shy war immer so verlockend. Ja, ne, schon gut. Ich weiß. Ich bin nicht der Profi-Pokémon-Spieler. So. Die hat voll die krasse Hintergrundmusik. Ist es eine Kickbox dran oder was ist da los? Oh ja. Roundhouse Kick. Oh Gott. Das gefällt mir nicht. Machen wir mal einen Kratzer. Da wirkt unsere Flinkklaue wieder. Ich glaube 10% Chance ist das. Macht nicht so viel Schaden. Oh Gott. Aber ich schätze es trotzdem nur Wirbelwind kann. Ich meine, alle unsere Pokémon sind ja eigentlich stark genug, außer eventuell Bodyguard, okay, außer eventuell unser Wablu, also unser Wolli. Blubber macht auch nicht so viel Schaden, ey. Aber wir greifen jetzt zweimal hintereinander an. Macht er nochmal, ja, macht das Stück fehlt, gut. Es wird schön viele EP-Punkte geben, ich hoffe, dass sich das jetzt nicht zu krass aufteilt. Ein Volltreffer, okay, damit hat sich's erledigt. Ja gut, so viele sind es doch nicht. Also für den Einzelnen wäre das schon viel gewesen, aber zu zweit aufgeteilt. Gut, irgendwo bleibt es ja trotzdem in der Family. Aber, hey, wer bist du denn? Unsere Aroma-Lady von gestern ist so weit weg. Oh Gott, ist ja viel zu jung. Rosanne. Ja, ich werde mal lieber doch jetzt wechseln, denn das macht mir doch ein bisschen Angst.
Na komm, holen wir uns noch mal unsere Feuerschutte ran. Todeskuss. Fuck you, du Hure. Wir schlafen tief und fest. Pulverschnee. Okay. Macht nicht so viel Schaden. Können wir überleben. Ich setz doch mal Pulverschnee ein. Vier Schaden, ja, das ist ja gar nichts, ey. Komm, wach endlich auf. Oh. Eigentlich. Und da kommt unser gutes Flammenrad. Bäm. Das sollte da umgehen, ja. Ah, ist klar. Ja, du bist viel zu jung, dich will ich nicht. Geh weg. Was ist hier denn? Ein Haus. Geh mal rein. Hoi. Schutz ist wirklich sehr nützlich, ja. Gib mir Schutz. Gib mir keinen Schutz, halt die Schnauze. Ja, das ist gut. Das ist ja voll der vereinfachte Modus, ey. Es ist so ein Pokémon-Center irgendwo zwischendurch. Und in der normalen Edition sind die Pokémon-Trainer ja so nie stark. Deswegen wundert mich das hier ein bisschen. Dass es noch noobiger gehalten wird als sonst. Ich habe zu sagen, dieser harte Panzer möchte den Austausch des Trägers gegen ein wartendes Pokémon. Okay. Ach, scheiße. Kacke. Ist das denn für ein sinnloser Weg? Ach, damit man da schneller runterkommt. Na gut. Jetzt treffen wir 100% wieder auf eins. Ah, ne. Diese Profis. Hast du wieder so ein Käfertyp? Und da ist. Da können wir bestimmt gleich ein. Oh, hier können wir einen Zerschneider einsetzen. Haben wir schon einen Zerschneider? Ne, wir haben nur einen Zertrümmerer, ne? Shit. Willst du mir sagen, dass der Wald gefährlich ist? Viele Gift-Pokémon? Ich glaube nicht. So, wäre allerdings witzig, wenn jetzt wirklich Gift-Pokémon hier sind. Und wer bist du denn? Oh Gott, schön dich kennenzulernen, ja. Du hast Angst, alleine hier rumzulaufen. Team Galactic ist da. Ich habe nicht mal die Möglichkeit gehabt, mich mit der zusammenzutun oder nicht. Hi. Ich schätze nicht, dass die Käfer-Pokémon sind. Du kannst hier weg. Aber wir können hier noch eins fangen. Und das werden wir auch tun. Nachdem wir diese Shiari-Beere eingesammelt haben. Was sagst du dazu? Unheimlich, wenn plötzlich zwei wilde Pokémon gleichzeitig auftauchen. Kommen jetzt hier wirklich zwei wilde Pokémon? What the fuck? Es ist eins männlich und eins weiblich. Und sie hätten. What the fuck? Ich will das weibliche Ibitak haben. Jetzt tötet sie bestimmt. Das Gute ist, wir haben so gesehen zwei Chancen. Wow. Das ist ihr Ernst. Denn es ist auch noch ein Volltreffer. Oh, wir sind Level 19. Ich glaube, wir werden auf dieser Route keinen Ibitak fangen. Aber sie hat einen fucking Sukuna, ey. Oder wie man es ausspricht. Kann das nicht. Bin zu unfähig dafür. Komm, wir müssen es versuchen. Bleib drin. Oder du wirst sterben. Oh. Das war knapp, Mama. Also ich glaube, hier ist der Flug-Pokémon. Ich will eigentlich ein Flug-Pokémon haben. Wow. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich würde sagen, dann können wir. Wir haben ja einen Superschutz mal gefunden. Dann können wir den mal aufbrauchen. Was ist da? Ach, ich glaube, hier kann man Evoli. Hier kann man das Evoli entwickeln. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ihr habt doch eh keinen Schnitt. Wir haben fucking. Sie hat ein legendäres Pokémon in ihrem Team einfach nur.
Kingler und Bormi. Mann, dein Kingler ist Level 11. Ist eigentlich dein Ernst? Ja, komm. Dann können wir Dings ein bisschen trainieren hier. Weil Sukune wird eh alles reißen. Au. Wow. Komm, Stapel auf Bormi. Oder auch nicht. Au. Hör mal auf damit. Wir machen richtig viel Schaden. Ich würde sagen, wir machen so einen Gesang. Wow, du setzt jetzt ernsthaft Regentanks ein. Das ist dein Ernst? Dum, dum, dum. So. Komm, es sollte es eigentlich down gehen, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Mit Regentanks und das Level 11. Ja. Da habe ich gerechnet. Aber hatten die nicht vier Pokémon? Kommen die jetzt erst? Ich dachte, war das in der frühen Generation nicht immer so? Oder hatte eine drei? Deine hat drei und die andere ein. Was ist das denn? Ist natürlich doof. Weil die Aquaknarre natürlich auch für ihn versteckt wird. Und er sitzt. Warum tut sie sowas? Warum macht sie nicht einfach den fucking Blubstrahl? Jetzt kommt die Rauchwolke. Ja, wunderbar. Kommt schon, setz gesagt. Du bist so dämlich einfach nur. Wow. Du bist so doof. Ja, setz doch nicht den Silberblick ein. Und warum geht unsere Attacke auch immer daneben? Und das hat aufgehört zu rechnen. Jetzt sitzt. Mama, ich setz wieder Regentanz ein. Ja, endlich. Jetzt hätte ich zwar fünfmal angreifen können, aber ich hatte wahrscheinlich nur fünf Schaden insgesamt gemacht. Komm. Wir machen es jetzt kalt. Endlich setzt es meine Attacke ein. Bam. Warum auch immer du nicht den Blubstrahl verwendest, weil der ja eigentlich mehr Schaden machen sollte. Auch wenn das nicht sehr effektiv ist, aber immerhin hast du dafür fucking Regentanz eingesetzt. Na gut, hat sich jetzt eh erledigt. Level 13 für Wolli, sehr schön. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level sich das entwickelt. Irgendwie auf Level. Furienschlag auf Level. 32 oder so. Oh, die Attacke ist so schlecht, ne? Aber heute ist genauso scheiße. Es ist eigentlich alles. Ja. Meistens scheiß einfach drauf. Ich werde die Attacke eh nie verwenden, aber. Ja, Schnabel hat kein Ziel. Doof gelaufen. Kabuto. Cooler Sprite, war damals schon geil. Kaputops ist auch geil, meiner Meinung nach. Sehr schön. Alter, was ein Kampf, ey. Holy shit. Ja, komm. Ich pack Wally mal nach vorne. Auch wenn es ein bisschen hinterher hinkt, ehrlich gesagt. Aber. Clown-Fossil. Egal, damit können wir halt ein Fossil erwecken, glaube ich. Sieht aus wie eine Klaue. Das müsste sogar Kaputops sein. Oder Kaputo in dem Fall. Amoroso glaube ich nicht. Ach, ich weiß gar nicht, wo man hier die Dings zum Leben erwecken kann. Das müsst ihr auch mal am besten in die Kommentare schreiben, wo ich die Fossilien zum Leben erwecken kann. Dann könnte ich das nämlich machen. Ein Pichu und ein fucking Rabauz. Beide Level 17.
Ich weiß, ich gehe gerade ein bisschen darauf aus, dass unser Wolli vielleicht sterben könnte. Aber ich muss es ja auch irgendwann mal trainieren. Und natürlich streckst du die Kühne zurück und wird auch noch paralysiert. Warum auch nicht? Bäm. Davon habe ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Oh mein Gott, meine Verteidigung sinkt. Bitte nicht. Au. Es könnte... Wow, macht ja gar keinen Schaden. Das sieht doch sehr gut aus. Wow. Ey, dieses Sekunde ist fast keine Hilfe, ehrlich gesagt. Oh, rechte Hand ist sogar ganz gut, ey. Bitterkuss. Jetzt schläft es auch noch, oder? Ne, ist verwehrt, okay. Ne, ich glaube, Todeskuss war das. Genau, das hat man bei Rosanna, wo man schläft. Jetzt bist du verwirrt und paralysiert. Ist dein Ernst? Aber trotzdem triffst du. Und du greifst natürlich das Pokémon an, was mega unnötig ist. Weil ich das sowieso gleich getötet hätte. Einmal mit Profis. Zur Verteidigung sind wieder. Und auch die Futsukür, ne? Wir schnabeln es tot, auch wenn es überhaupt keinen Schaden macht. Okay, das hat gar nichts gebracht. Es ist nicht mehr verwirrt und Blubscher und damit ist Pitcher auch auf jeden Fall Geschichte. Sehr schön. Und damit erreicht Wolli Level 14. Oh, nicht so schlecht, ne? Es lohnt sich eigentlich gar nicht, das zu trainieren. Also Altaria ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und eigentlich ist Wolli eigentlich auch ganz cool. Problem in der ganzen Geschichte ist, der Weg dahin ist einfach, und wir haben einen Hyperball gefunden, das gefällt mir, ist einfach Katastrophe. Kann man hier oben längs? Was ist denn hier oben? Ach, da sind auch nochmal Trainer. Der Superschutz wird, glaube ich, gleich nicht mehr. Oh, bitte nicht. Komm, wir wollen die Erfahrungspunkte mitnehmen. Kann man die eigentlich auch... Eins, also man hätte doch... Oh, alter Schwede. Eins, also Galagladi. Oh Gott. Komm, der Erstauner. Der Blubschall auf fucking Motäpel reicht, um es zu töten, aber Galagladi wäre besser gewesen. Au. Mach ja gar keinen Schaden. Mann, bist du ein Noob. Dann mach ich ja genauso viel. Jetzt kommt ein Wadribi. Das sieht so scheiße aus, ne? Mann, es sind drei Honigwaben aneinander geklatscht, die fliegen können. Es sieht so scheiße aus. Ja, töte es mal bitte. Danke. Ich kümmere mich so lange um Galagladi. Wow. Ey, du bist... Es ist, glaube ich, relativ anfällig gegen solche Sachen. Das ist so cool, ne? Illuminise. Illumise. Ist auch immer so ein Pokémon gewesen, was... Was einfach Bullshit war und immer noch ist. Ja. Töte das auch mal. Ich könnte Galagladi in 5 Runden auch vielleicht besiegt haben. Au. Haben wir so eine gute Verteidigung, ey? Die machen ja gefühlt gar keinen Schaden, die Gegner. Obwohl, ja gut, die sind auch Level 13, 14, ne? Aber trotzdem, wir sind halt... Es ist fucking Wolli. Ah, jetzt muss man den mal in Sukune lassen. Das hat sie noch nicht einmal selbst verletzt. Was war auch noch nicht einmal paralysiert, was paralysiert war. Der Satz hat fast keinen Sinn gemacht, aber ja. Und wir sind Level 15, sehr schön. Wenn ihr jetzt eigentlich mal die Stats anschauen können, habe ich vergessen. Wenn ich jetzt einen Volltreffer lande, ist Galagladi immer noch nicht tot. Ich will's töten. Wow. Es lässt mir nicht mal den Kill. Was soll das eigentlich? Du kommst ab an uns nächstes Mal eine ganze Arbeit, ey. 700 Erfahrungspunkte? Was gibt es? 600, okay. Ja, jetzt ist da kein Ziel mehr. Und wieder ein fucking Rabauz, ey. Mogelhieb, er macht eh keinen Schaden. Aber natürlich schreckt es wieder zurück. Warum auch nicht?
Es hat sich alle Arbeit abgesnackt. Fuck you. Na gut. Aber wir trainieren wohl hier ganz gut. Das ist gar nicht so schlecht. Oh Gott, ja, ich wusste es. Und genau da liegt dieser fucking Pokéball. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. X-Spezial. Voll der Bullshit. Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Okay. Ach, guck mal, ein Toketic. Da war ja mal was. Unser guter alter Lucky. Und wir sind entkommen. Der sich selbst umgebracht hat. Mit dem ersten Metronom. So. Der Wald ist länger, als ich eigentlich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Wobei der zumindest nicht wie in der ersten Generation so richtig hart auf den Sack geht mit dem... In der ersten Generation dieser fucking Käferwald, ne? Wie viel Gras da einfach nur war. Und ich rede nicht von einem normalen Grünzeug, was man rauchen kann, sondern ich rede schon von einem Gras, wo man Pokémon auffindet, die richtig hart auf den Sack gehen. Und das Onyx ist jetzt auf jeden Fall down. Es ist ein weibliches Onyx. Wie kennt man da bitte schon Unterschied? Es ist ein fucking Stein. Also mehrere Steine miteinander mit dem Kopf dran. Was machst du? Facht ein Wirbelwind. Warum setzt du Silberblick ein? Mann. Au. Au. Ja, bei uns ist es natürlich ein Volltreffer. Oder vielleicht war es bei Sukina auch ein Volltreffer, das weiß ich natürlich nicht. Ja gut, Hauptsache ist auch down. Ein Volltreffer, sehr schön. Nee, der war 70 für uns. Schade. Mein Mediti. Oder Meditai. Auf jeden Fall hattest du keins, ist mir auch egal. Geh weg. Müsst jetzt am Ende angekommen sein. Komm schon. Ach, hier geht's noch weiter. Oh, das ist ein Pokéball. Oh. Und über diese Ibitax, ey. Ich hätte auch eins haben können. Aber nein. Ich wollte so unbedingt eins haben. Verpisst euch. Flucht gescheitert, what the fuck. Nein. Ich will doch nur flüchten. Jetzt können wir das andere auch noch schnell töten, ey. Dann nehmen wir die Erfahrungspunkte halt noch mit. Schaden kannst du ja nicht, und eigentlich müssten wir jetzt Level 17 haben, ungefähr. Ja. Sehr schön. Wow. Wir haben einen Bandsticker gefunden, hat sich richtig gelohnt. Hier ist das Ende, endlich. Oh, danke schön. Da ist der Ausgang. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Vielen Dank, Elsie. Nimm bitte die Sanftglocke. Und jetzt verpisst sie sich einfach. Kann sie mir nicht noch einen Kuss geben? Ich bin mir sicher, irgendwann begegnen wir uns. Nein, warte auf mich. Ich will endlich... Oh, ich will doch meine erste Freundin haben. Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es ist bitte säftig und fördert Sympathie. Ach, das ist hier zum Beispiel für Pichu oder so, damit sich die Pokémon entwickeln. Das ist der Ewigwald und das sieht mir danach aus, dass hier ein Item drin liegen könnte. Jetzt habe ich nicht gesehen, kann man hier ein Pokémon fangen? Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ja, dann können wir nichts machen. Wow. Oh Gott. Google. Erstmal googeln. So, jetzt kommt's. In der Zeit kann ich ja irgendeine tolle Story erzählen. Wer sich
für das Yu-Gi-Oh! Let's Play interessiert. Ich habe es nicht vergessen. Es kommt auch. Vielleicht mache ich gleich dazu eine Folge. Allerdings macht mir derzeit das Pokémon Trading Kartenspiel so viel Spaß. Deswegen habe ich das ein bisschen vorgezogen. So. Ich wollte auch die Routen sehen. Und sonst... Routen. Ach komm, wisst ihr was? Scheiße auf fucking Schild daraus. Niemand will ein Schild daraus haben. Erstmal nachgucken, ob ich es hätte fangen können. Auf jeden Fall, dazu kommt noch was. Vielleicht heute oder morgen. Das weiß ich nicht genau. Und wir hätten es sowieso nicht fangen dürfen. Okay, also hat sich die Mühe nicht gelohnt. Es ist halt immer... Bei vier Videos, es kommt ja meistens pro Tag ein CSGO-Video. Also entweder ein Overwatch oder halt ein normales Gaming-Video, also Matchmaking. Und die letzten Tage kam halt immer, auch schon vor dem, also es kam, am Montag kam halt ein Matchmaking. Und wir haben jetzt vorgestern und gestern wieder welche aufgenommen. Und ich habe die inzwischen hochgeladen. Zumindest ein paar davon. Und deswegen wird heute, glaube ich, wieder Matchmaking kommen. Ja. So, wir sind in Ewigenau. Hier haben wir morgen noch vier Trainer vor uns. Da unten ist noch ein Pokéball, den ich unbedingt haben möchte. Wir haben ewiges Eis gefunden, okay. Gut. Ich würde sagen, dass wir hier dann auch Schluss machen. Weil die Folge geht jetzt schon wieder fast 27 Minuten. Und dann sehen wir uns morgen, wenn ich wieder Pokémon Platin in Randomizer Nachtragstellen spiele. Und hinterlasst gerne einen Like, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, bitte schreibt mir in die Kommentare, wenn ich was übersehen habe, schreibt mir in die Kommentare, wo ich die Fossilien zum Leben erwecken kann. Aber ich glaube, es ist tatsächlich hier sogar. Und dann sehen wir uns morgen wieder, was ich schon gesagt habe. Haut rein.